Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Ich will heute mal für euch Bijou machen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das kommt eigentlich aus dem Guarani und heißt zerkleinerter Kuchen, so wie ich jetzt weiß. Die Einheimischen nutzen das hauptsächlich so zum Frühstück mit Cocido. Cocido machen wir auch noch ein Video für euch. Es ist ja so eine Art Stärkekuchen. Es ist kein direkter Kuchen, es ist auch nicht süß. Regulär macht man es auch mit Maniokamehl, das haben wir jetzt nicht, deswegen nehmen wir Maismehl oder Maisstärke. Und ich würde euch einfach mal zeigen, was wir dafür brauchen und wie man das macht. Normalerweise macht man es auch draußen über Feuer. Hier ist jetzt leider seit einigen Tagen schon sehr starker Sturm. Deswegen mache ich es heute für euch hier in der Pfanne. Klappt genauso gut. Ihr könnt es auch gerne über Feuer ausprobieren und mir sagen, wie es euch geschmeckt hat. Aber wir fangen einfach mal an. Dazu braucht ihr 250 Gramm Stärke. Das ist jetzt hier Maisstärke. Für die Deutschen ist es auch bestimmt schwer, Maniokamehl zu kriegen oder Stärke, garantiert. Deswegen nehme ich hier halt auch einfache Maisstärke. Ich meine, das ist sogar in Deutschland die einfache Speisestärke. Egal, wir machen weiter. 150 Gramm Käse. Auch typisch ist ja mit Queso Paraguayo, den haben wir jetzt nicht. Deswegen nehmen wir einfach ganz normalen Käse. Dann 5 Gramm Salz. Können wir es machen? Ich mache das diesmal sofort da rein. Dann 20 Gramm Öl. Auch wieder eine Abwandlung. Manche nehmen Butter, manche nehmen Öl. Wir machen es so und es schmeckt so. Und eine halbe kleine Tasse Milch. Seht es mir nach, wenn es nicht richtig ist, wie man es richtig macht. Jetzt vermengt ihr einfach nur alles und macht den Käse ein bisschen klein. Richtig schön zermanschen eigentlich. Dass er so ein... Ja. Cool wird. Ihr könnt auch geriebenen Käse nehmen in Deutschland, da geht es leicht damit. Dass er so, wie der Name halt es typisch sagt, so ein zerkleinerter... Ja, Bröckliger nicht, also Krümmelkuchen wird quasi. Sieht am Anfang sehr komisch aus, aber das schmeckt gut. Achso, ich mache schon mal den Herd nochmal an. Ich hatte die Pfanne gerade schon mal vorgewärmt. Weil wir können nämlich jetzt gleich schon loslegen. Vorteil an dem Rezept ist, dass es so schnell geht, weil dass das Essen so schnell geht. Gut, bei Feuer jetzt nicht unbedingt, das braucht das Feuer halt noch so seine Zeit. Oder? Ihr könnt halt auch in Deutschland, ja, ich meine mich zu erinnern, ich weiß schon gar nicht mehr so genau, wie der Käse in Deutschland war, aber so vergleichsweise ist Butterkäse. Weil ihr müsst den halt hier auch so zermanschen, zerstampfen können. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es mit Gouda funktioniert, aber da kriegt ihr, mit Gouda würdet ihr den besten Geschmack hinkriegen, auf jeden Fall wahrscheinlich. So, jetzt seht ihr, ich nehme mal so eine Hand. Das wird schon so quasi. So, das ist schon. Wenn man es zermanscht, ist es ein Haufen. So muss die Konsistenz eigentlich sein. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Öl nur für die Pfanne. Dann nehmen wir uns einen Löffel. Also ich mache jetzt kleine. Das ist auch wieder so eine Abwandlungssache. Die einen machen große, die anderen machen kleine. Dadurch, dass die Platte hier relativ klein ist, mache ich jetzt kleine. Einmal so zwei Haufen, immer mit zwei Esslöffeln. So, ihr hört das schon brutzeln. Und drückt mir die nur so ein bisschen platt. Den Rest macht der Käse dann und dann einfach nur braten und warten und den Geruch genießen. Wir gucken einmal, ob wir die umgedreht kriegen. Ich habe mir nochmal eine Gabel zu Hilfe geholt. Wir machen die eigentlich hauptsächlich so klein, weil man die so richtig schön nebenbei snacken kann. Drücken wir das nochmal so ein bisschen. Das ist der Hauptgrund. Ob man das jetzt abreißt oder kleine Sachen. Kleine
Dinger macht, bleibt jedem selbst überlassen. Gucken wir mal. Die sehen gut aus. So. Da seht ihr halt auch schon, ich mache jetzt extra so, diese bröselige Maserung. Und jetzt, wenn ihr weitermacht, könnt ihr nämlich eigentlich das, was in der Pfanne ist, zusammenschieben. So als kleiner Tipp, sonst habt ihr nachher so viele Brösel da drin. Und ich rühre das immer noch einmal durch. Die nächste Fuhre nehme ich einfach da drauf machen. Zusammenschieben. Das kann er ruhig in der Zwischenzeit dann schon mal anschmelzen. Und runterdrücken. Und wieder warten. Und das macht ihr jetzt mit dem Ganzen. Da kann man das teichnen mit der ganzen Masse. Jetzt tue ich die letzten hier rein. Dann sind wir auch schon kurz vorm Probieren. Na, machen wir das mal so. Und nochmal platt drücken. Ein bisschen verdichten quasi. Und dann können wir gleich probieren. Es ist soweit. Ich hole jetzt die letzten raus. Von der Platte. Sieben Bijoux zählen zu einer der ältesten Rezepte der Guarani-Geschichte. Und das freut mich natürlich wirklich, dass wir das alles hier so kennenlernen. Und ich zeige euch das jetzt einmal. Ich hoffe, das klappt. Oh ja, das geht. Ah, jetzt wird das heiß. Jetzt seht ihr den Käse. Man kann es auch abkühlen lassen. Weiß schmeckt natürlich am besten. Es mag gerade den Leuten in Deutschland so ein bisschen befremdlich vorkommen, dass man mit Stärke was macht. Aber hier ist das eigentlich ganz normal. Auch in Chipa wird das benutzt. Machen wir auch nochmal irgendwann ein Rezept dazu, ein Video dazu. Aber es ist wirklich mega lecker. Und ich bin so froh, dass wir hier sind und die ganzen Rezepte auch miterleben können. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, außer ich will weiter essen, denn das ist super lecker und ich mag das heiß. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß beim nächsten Mal und bis dann. Ciao. Na, den darfst du nicht zeigen. Nein, 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 nein. Hör auf. Was passiert, wenn man zu früh drehen möchte? Nein, nicht direkt. Dann sieht man nicht.